Wie viel Gemeinsamkeit steckt eigentlich noch in dieser Ampel? Ja, wenn Sie eine freche Antwort hören wollen, dann würde ich sagen, ist egal im Moment. Denn ja, das ist ja erkennbar, dass die großen politischen Gemeinsamkeiten seit vielen Jahren nicht mehr deckungsgleich sind. Und trotzdem haben wir immer wieder Dinge hinbekommen und gemeinsame Wege gefunden. Ob das ewig lange so weitergeht, das kann ich nicht vorhersagen. Aber egal ist deswegen meine Aussage, weil wir diesen Haushalt zu kriegen müssen. Und wenn wir danach nicht mehr weiterkommen, dann müssen wir halt damit umgehen. Aber mein Blick darauf ist, und das sage ich mit großer Ernsthaftigkeit, wenn wir den Haushalt nicht geschlossen bekommen, dann werden wir ja früher oder später in eine Wahlauseinandersetzung gehen. Das ist jetzt ein bisschen Guesswork, wie lange die dauert. Also sagen wir 4 Monate oder so, vielleicht sind es 5, weiß keiner ganz genau. Das ist ja ein bisschen alles im Moment spekulationsoffen. Dann kämen Koalitionsverhandlungen, die vermutlich auch nicht leicht werden. Es ist ja nicht so, dass im Moment ein politisches Lager erwarten kann, dass das sich sofort eint und dann alle Differenzen aus der Welt sind. Also wir werden uns vielleicht noch daran erinnern, wie harmonisch die Ampel war, wenn die nächste Regierung, was immer sie dann war, kommt. Also das soll gerne besser werden, aber man sieht ja im Moment, dass die Krise, dass wir richtig arbeiten müssen, nicht eine demokratische Krise zu erleben. Die Wahlen in Ostdeutschland haben jetzt nicht dazu geführt, obwohl es keine anderen Regierungen gibt, dass die Regierungsbildungen glatt verlaufen. Im Gegenteil, würde ich sagen. Also wie soll ich das formulieren? Für mich ist es so, dass die geübte Parteiendemokratie oder Fraktionsdemokratie natürlich sich auch noch mal weiterentwickeln muss. Das ist ja ein dynamisches Gebilde. Also es kann kompliziert werden, kommen noch mal 2 Monate dazu und dann fängt erst eine neue Regierung an, die dann einen neuen Haushalt machen muss. Wir laufen also, wenn es schlecht läuft, auf ein halbes bis dreiviertel Jahr ohne Haushalt zu. In einer Zeit, wo Putin Gelände in der Ukraine gewinnt, wo die amerikanischen Wahlen, wir werden sehen, wie die Nacht verläuft, aber es vielleicht nicht leichter machen. Auch da muss ich erstmal eine neue Regierung finden und mal sehen, was das für eine ist. Die Kommission ist noch nicht im Amt. Die französische Regierung ist im Amt und sucht so ihren Weg, um es mal nett zu formulieren. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Deutschland mal seine Sonderlocken drehen könnte. Und deswegen meine freche Antwort: Das ist eine lösbare Aufgabe. Ja, das ist ja bekannt, dass wir nach der Steuerschätzung danach war das Loch 13 Milliarden groß. Jetzt habe ich gestern gesagt, komm, könnte man gut für was anderes benutzen, Stromkosten senken, Netzentgelte senken und so weiter. Aber wir müssen natürlich sehen, dass wir zurande kommen. Nehmen wir was von Intel dazu. Sie sehen, das ist dann schon deutlich reduziert. So, und der Rest muss doch aufzukriegen sein. Und dann, das ist jetzt die Aufgabe der Zeit. Also es ist nicht, wir müssen jetzt nicht die großen Geschichten erzählen, aber diese Aufgabe muss gelöst werden und da muss man halt weiter gucken. So, deswegen die Klimadebatte, mein Vortrag und die Gegenrede, die Wahlauseinandersetzung, die wird ja kommen. Aber erstmal muss jetzt die Hausaufgaben gemacht werden. Erst kommt die Pflicht und dann kommt die Kür. Und diese Pflicht ist auch, da wir sind doch im Amt, weil wir eine Pflicht haben. So, und das geht mir so auf den Keks, wenn das gegenüber Taktik und Strategie keine Rolle spielt. Ja, ich verstehe Sie aber richtig. Sie saßen gestern zusammen mit dem Kanzler und Lindner, Sie saßen heute früh zusammen. Und wenn ich Ihren Eingang richtig verstehe, Ihr Optimismus, dass diese Regierung bis zum regulären nächsten Wahltermin hält, ist nicht mehr sehr groß. Also es sind ja immer, wenn wir da einfahren, viele Kameras vor der Tür. Insofern haben Sie recht, das kann man ja gar nicht leugnen. Ja, wir haben gestern und heute geredet und wir werden immer weiter reden. Ich bin am Ende so schlau wie Sie alle, mit dem Gefühl vielleicht, dass sich aus den unmittelbaren Begegnungen speist. Ich halte es für lösbar. Ich halte diesen Haushalt, diese Lücke ist schließbar, wenn man es denn will. Aber das sozusagen heißt, Haushalt ja, Regierung fortsetzen, schwierig. Naja, ich nehme an, wenn man den Haushalt, das ist ja ein großes Ding, gelöst bekommt, dann kann man auch noch mal weitere Dinge machen. Aber das ist jetzt gar nicht meine Frage. Das ist jetzt wirklich eine entscheidende Klippe und zwar nicht für die Regierung. Das ist natürlich auch für die Regierung eine entscheidende Klippe. Aber hier, finde ich, geht es um etwas Größeres als die Haltungsnoten der Ampel. Ja, ja. Das muss man jetzt auch mal einordnen an der Stelle. Und das habe ich ja eben versucht. Können Sie uns ein bisschen, klein, wir sind ja unter uns, ein bisschen Einblick geben, wie ist die Atmosphäre bei diesen Gesprächen? Die ist so wie immer. Was heißt das? Das lässt ja nichts Gutes ahnen, würde ich jetzt mal von außen betrachtet sagen. Man redet schon sehr vernünftig miteinander. Aber ich will
eine Anekdote erzählen, warum ich glaube, dass es lösbar ist, wenn man es lösen will. Sie erinnern sich an die letzten Haushaltsberatungen. Und der Haushalt muss dann ja ausgeglichen sein. Und deswegen haben wir unter anderem bei den Einsparmaßnahmen für, weiß ich nicht mehr genau, 450 Millionen die Kürzung beim Agrardiesel vorgesehen. Das hat das halbe Land in Aufruhr gesetzt und der Ampelregierung, dem Ansehen der Regierung und allen dem gesellschaftlichen Frieden schweren Schaden zugefügt. Für 450 Millionen. Und wenige Wochen später gab es eine nächste Steuerschätzung und auf einmal waren 4 oder 5 Milliarden mehr da. Weiß ich nicht mehr, irgendeine größere Zahl. Niemand hätte diese Entscheidung getroffen, wenn man geahnt hätte, dass es danach dahin geht. Das ist ein 450 oder 80 Milliarden Haushalt in der Prognose fürs nächste Jahr. Also die Regeln sind sehr streng, aber ich will jetzt keine unziemlichen Vergleiche machen, aber stellen Sie sich vor, Sie planen Ihren nächsten Urlaub und fahren, keine Ahnung, 2 Wochen nach Mallorca. Und Sie haben ein gewisses Budget, das Sie nicht überschreiten wollen, weil dann haben Sie ist Ihr Konto im roten Bereich oder so. Wissen Sie im Vorher, wie viel Eis Sie essen werden und ob Sie ein Bier mehr oder nicht trinken und wie sich das Biertrinken mit dem Eis verrechnet? Für 14 Tage vorher und das jetzt aufs ganze Jahr, das ist unmöglich vorherzusagen. Deswegen gibt es genug Möglichkeiten, meine ich, unter Wahrung der strengen deutschen Haushaltsregeln Annahmen zu treffen und Puffer zu schaffen beziehungsweise Flexibilitäten zu haben, die uns die Möglichkeit geben, den Haushalt abzuschließen. Sie haben ja gestern schon ein Entgegenkommen signalisiert, indem Sie gesagt haben, die Intel-Milliarden oder die für den Bau der Intel-Fabrik vorgesehen waren, eben nicht für eigentlich Klimapolitik letztlich zu nehmen, sondern zur Sanierung des Haushalts. Die Reaktionen aus der FDP sind bisher verhalten, will ich es mal sagen, wenn überhaupt. Lindner hat sich gar nicht geäußert, obwohl er die Möglichkeit gestern Abend gehabt hätte. Und was man aus der Partei bisher hört, ist auch eher, naja, man nimmt es irgendwie so zur Kenntnis. Erstens, was erwarten Sie jetzt von der FDP und wo sind denn eigentlich Ihre persönlichen roten Linien? Wo sagen Sie, das ist für mich absolut essentiell und nicht verhandelbar? Also erst einmal habe ich vor 4 Tagen einen Gastbeitrag von Volker Wissing in der FAZ, glaube ich, gelesen. Den würde ich unterschreiben. Und mit hohem Respekt, das ist ja vielleicht ein bisschen gegen die vielleicht mehrheitlich wahrgenommene Linie der FDP, habe ich gesehen, was Volker Wissing, den ich auch dafür wirklich schätze, dort geschrieben hat. Nämlich aus dem Amtseid heraus argumentiert. Und das heißt, ich stehe hier nicht alleine mit meiner Staatsräson-Rede, sondern mindestens Volker Wissing hat das schon mal ähnlich artikuliert. Und das ist ja ein wichtiges Signal. Das ist ja jetzt nicht irgendjemand, sondern das war mit der Architekt der Ampel und hat vielleicht das zweitwichtigste FDP-Ressort zu verantworten, ohne den Justizminister oder der Bildungs- und Forschungsministerin zu nahe zu treten. So, und für mich ist es so, dass, ich habe das schon gesagt, dass diese Haushaltseinigung eine große Bedeutung hat. Aber es gibt natürlich Grundlagen, auf der wir nicht nur die Regierung, sondern so meine ich, das gesellschaftliche Einvernehmen aufgebaut haben. Eine habe ich gerade eben genannt und ausgeführt, dass die Erhaltung von einer lebenswerten Welt und der ökonomische Erholungsprozess zusammengehören und nicht gegeneinander ausgespielt werden. Zweitens, dass wir gerade in der Lage, das Land ist ja nicht frei von Populismus und einer gereizten Atmosphäre, dass wir in dieser Lage nicht die gesellschaftliche Spaltung, also Gerechtigkeitsfragen, nutzen, um unsere eigenen Probleme zu lösen. Und drittens, dass die große geopolitische Herausforderung unserer Zeit, nämlich Frieden und Freien in Europa zu wahren und zu schützen, also auch sicherheitspolitisch zu schützen, nicht hinten angestellt wird. Das würde ich als Prinzipien oder als Grundlagen von Regierungshandeln beschreiben, diese 3 Punkte. Um diese Situation, die Sie jetzt auch gerade beschreiben, die ja sehr fragil, sehr angespannt, bis hin natürlich zur Frage letztlich einer Existenzkrise dieser Regierung mindestens wird, braucht es ja irgendwie einen willensstarken, durchsetzungsstarken, klaren Kanzler. Wie nehmen Sie Olaf Scholz gerade wahr? Erfüllt er diese Anforderungen? Hält er diesen Laden zusammen? Ja, der Laden ist ja noch zusammen. Ist er das? Also, ja. Moment, wir hören nichts Gegenteiliges, aber ja. Aber im Ernst, wie nehmen Sie das wahr? Olaf Scholz will, dass die Regierung eine Lösung findet.
Und sehen Sie diesen Willen auch bei Christian Lindner? Sie haben jetzt Volker Wissing und seine staatspolitische Raison betont. Sehen Sie dasselbe denn auch bei Christian Lindner? Die Lösung wird sicherlich nicht auf der Basis des Papiers, das vor 3 oder 4 Tagen geschrieben wurde oder veröffentlicht wurde oder in die Öffentlichkeit geraten ist, erfolgen können, weil da mindestens 2 Prinzipien nicht berücksichtigt sind, nämlich die soziale Gerechtigkeit als Kriterium für Handelsmaßgaben zu halten und den Klimaschutz, muss ich ja an diesem Konferenztag hier nicht länger ausführen, also die Zukunftsfähigkeit von politischem Handeln, so würde ich es vielleicht formulieren, nicht in Frage zu stellen. Das haben Sie Christian Lindner auch schon gesagt in den Gesprächen? Ja, klar. Reaktion? Wir reden ja miteinander. Also es muss eine Lösung jenseits dieser Vorschläge geben, das wissen auch alle. Jetzt ist es so, es kann ja passieren, dieser Wahlkampf kommt doch schneller, als man denkt. Ihre Partei ist gerade auch in einem neuen personellen Aufstellungsprozess, auch was Personen, aber auch Strukturen, Strategien und so weiter angeht. Mich würde interessieren, erstens, sind Sie überhaupt darauf vorbereitet, möglicherweise schnell in den Wahlkampf zu gehen? Würde das in irgendeiner Art und Weise was ändern? Und wann wird es denn konkret, auch was sozusagen Ihre Person, Ihre Rolle angeht? Wir sind immer noch vorbereitet. Sie können jederzeit. Das kann ich Ihnen als Wahl. Ich habe jetzt schon viele Wahlkämpfe gemacht. Die beste lange Vorbereitung führt häufig gar nicht dazu, dass man den besten Wahlkampf macht. Also doch lieber schneller. Nein, ich will damit sagen, ein Wahlkampf, und das ist ja gut, lebt von der Dynamik, lebt von Momenten. Die erinnern sich an den letzten Wahlkampf, worüber wir diskutiert haben und worüber wir nicht diskutiert haben. Also das Ahrtal stand in keinem Wahlprogramm drin. Der Umgang mit dem Ahrtal hat den CDU-Spitzenkandidaten viel Kredit verloren, stand im keinem Programm drin, hat aber wahrscheinlich die öffentliche Meinung neben anderem stark beeinflusst. Worüber haben wir nicht geredet? Wir haben nicht über die Gasabhängigkeit von Russland geredet. Wir haben nicht über die Ukraine geredet. Wir haben nicht über potenzielle ökonomische Herausforderungen für die deutsche Wirtschaft geredet, obwohl der Aufmarsch schon da war. Und jetzt rückblickend, wir sehen, was Putin seit 2014, ja seit 2008 alles geschrieben und gesagt hat. Wir haben nicht über unser Sicherheitsverhältnis zu China geredet. Wir haben nicht darüber geredet, dass im Moment 2 Plattformen den öffentlichen Diskurs prägen, nämlich X, das Elon Musk gehört, der seine politischen Haltungen ja auch im Moment, sagen wir, stark Donald Trump annähert, und TikTok, das eine chinesische Software ist. Darüber haben wir alles nicht geredet, sondern über das Lachen von Armin Laschet. Ich weiß nicht, worüber der nächste Wahlkampf geführt wird. Ich sage nur, das steht in keinem Wahlprogramm drin. Weder im Guten wie im Schlechten. Ein Wahlkampf lebt von der Dynamik und vom Agieren in der Dynamik. Natürlich soll man sich darauf vorbereiten, aber vor allem muss man wissen, wer man ist, was man will und die Wette eingehen, dass eine Mehrheit in diesem Land immer noch bereit ist, erstens sich die Wahrheit der Wirklichkeit zuzumuten und zweitens dann aber nicht verdrießliche, negative, schlechtredende und immer anderen die schuldgebende Antworten haben will, sondern darauf vertraut, dass es eine Zuversicht und eine Handlungsoption gibt. Und so, und dann, wenn das passiert, ob der Wahlkampf lang oder kurz ist, ist dann fast egal. Ja. Bring it on. Herr Habeck, ich weiß, Sie müssen weg. Ich habe 2 schnelle Abschlussfragen, dann entlasse ich Sie auch schnell. Zum einen würde mich interessieren, Sie haben selber schon gesagt, die nächste Regierung, egal wann, ob regulär oder vorgezogen, wird auch wieder eine Dreierkonstellation möglicherweise, man weiß es nicht genau. Wären Sie überhaupt mental und inhaltlich vorbereitet, wieder mit der FDP zusammenzugehen? Naja, wenn die ernste Antwort ist, dass die nächste Regierungsbildung ja auch nicht in einer anderen Wirklichkeit stattfindet. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Union zum Beispiel sich mal klar gemacht hat. Aber selbst wenn wir die Stromnetze nicht ausbauen, werden wir sehr hohe Netzentgelte zu bezahlen haben, weil wir halt die Stromnetze nicht ausgebaut haben und sehr hohe negative Kosten im System haben. Bauen wir sie aus, haben wir hohe Netzentgelte. Das ändert sich auch nicht, sollte die Union in der Regierung sein. Dass die Abhängigkeit von China ein Sicherheitsproblem darstellen kann, dass die Amerikaner sich auch unter einer Präsidentin Harris, erst recht unter Trump, entscheiden könnten oder schon längst dabei sind zu sagen, Leute, ihr müsst in den Hochtechnologien, und das sind unsere Marken, unsere Flaggschiffe, euch entscheiden, entweder mit China oder mit uns zu handeln, ändert sich nicht, egal was da passiert. Ich will damit sagen, die Herausforderungen sind danach nicht weg.
Und sie sind groß und meiner Ansicht nach objektiv. Und wenn Sie meine Antwort hören wollen, unsere Politik reicht im Moment nicht ran an die Größe der Herausforderung. So, deswegen wird die nächste Regierungsbildung kompliziert werden, einfach weil die Wirklichkeit kompliziert ist. Und die Idee, man könnte, und ich habe eine große persönliche Verehrung für die Bundeskanzlerin, aber Sie werden das richtig einordnen, man könnte die Ära Merkel, wo wir uns so durchwursteln, einfach verlängern, die ist gescheitert. Das ist sozusagen, wir haben bei der letzten Bundestagswahl gesagt, ja, die Ära Merkel geht vorbei, aber es ist keine neue Ära begonnen, sondern das ist irgendwie ein Interregnum gewesen, jetzt diese Zeit, weil die Herausforderungen, die sicherheitspolitischen, die energiepolitischen, die ökonomischen, die geopolitischen Herausforderungen viel größer sind, als die politische Diskussion es in dem Wahlkampf 21 und der Koalitionsvertrag 21 möglich gemacht hat. So, und deswegen glaube ich, alle sind gut beraten, auch im Kopf eine nächste Regierungsbildung, und klug wäre es natürlich, das im Wahlkampf schon zu tun, nicht mit der Simulation der Vergangenheit vorzunehmen, sondern sich zu, wir müssen das doch schaffen, irgendeinen gesellschaftlichen Konsens wieder hinzubekommen, was die großen Leitlinien der Politik sind. Sonst werden ja alle irre im Kopf. Also wenn die Klimaziele und ihre Verfolgung für 4 Jahre verfolgt werden und dann wieder nicht. Alle Investitionen erweisen sich als Fehlinvestitionen. Umgekehrt, wenn wieder 4 Jahre lang rumgebummelt wird und dann kommt eine neue Regierung und muss mit großem Druck das nachholen, was die 4 Jahre oder vielleicht die 14 Jahre davor nicht getan würde, ist es auch eine enorme Belastung, wie es ja im Land zu sehen. Also deswegen glaube ich, eigentlich müssen wir noch mal ganz anders drüber nachdenken, wie wir nicht nur die Inhalte der Politik, sondern auch das Finden von Mehrheiten oder sagen wir den Stil der Politik aus den jetzt gelernten Erfahrungen und den Erfahrungen nach den ostdeutschen Wahlen und möglicherweise anderen Erfahrungen neu aufstellen. Mhm. So. Spannendes Thema, ließe sich sehr dran anknüpfen.